Willkommen zurück, Batman Arkham Knight, auf der Suche nach Scarecrow. Im Untergrund gelandet. Ich kann die Stromladung benutzen, um Generatoren an- oder auszuschalten. Und da sehen wir schon, wofür wir diesen Elektro-Schocker haben. Boom! Hat nichts gebracht. Boom! Hat was gebracht. Lalalalalalala. Aha. Ich bin überfordert. Wozu kann ich das Scheißding ausschießen, wenn da... Hä? Es geht doch hier offensichtlich nicht weiter. Was ergibt denn das für einen Sinn? Was ergibt denn das für einen Sinn, Homies? So, das ergibt doch gar keinen Sinn, Alter. Das ist doch Quatsch. Nervig. Okay, weiter geht's. Oder auch nicht. Gut. Ich bin raus. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, was ich machen muss. Ich muss hier offensichtlich irgendwie... Jetzt raff ich's ja erst. Okay, jetzt sehe ich's. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab da nicht drauf geachtet. Jetzt sehe ich das. Ich hab gedacht, ich muss das Ding überladen oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist mir hier alles zu... Weiß ich nicht. Ich denke immer zu kompliziert bei solchen Rätseln. Beziehungsweise manchmal vielleicht auch nicht smart genug. Endlich mal wieder eine Runde kloppen, ey. Wenn er es auf mich abgesehen hat, dann wird er noch... Was kann ich denn machen? Kann ich überhaupt was machen? Ich kann auch nichts machen. Ups. Ja. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. So, die haben sich verpisst. Das heißt, ich kann doch jetzt rauskommen und den aufs Maul hauen, oder ne? Er ist doch alleine. Du hast den wohl noch nie gesehen. Der Commissioner hat recht. Wir sind zu wenige. Wo sind die anderen alle? Unten im Briefing. Welches Briefing? Irgendwas, wie man die Fledermaus tötet. Ich kann hier nicht raus, da sind zu viele bewaffnete Milizen. Ich muss das Rolltor öffnen und sie mit dem Batmobil ausschalten. Du bist anscheinend oh, jetzt wieder die Kacke. Passiert ständig, schätze ich. Warte mal, jetzt muss ich hier erstmal wieder durchblicken. Wo ist denn mein Batmobil? Das ist bestimmt gerade eine richtige wilde Sause unten in der Bathöhle. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ja, ja. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich bin doch da. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Na gut, also... Ich muss... Ich muss das Rolltor... Ja, ja, ich muss das Rolltor aufmachen. Ich muss hier bloß noch das geeignete Gadget dafür finden. Ich habe ja nur 5 Millionen. So. Muss ja das sein. Und die Milizkräfte mit dem Batmobil ausschalten. Der Commissioner hat recht, wir sind zu wenige. Wo sind die? Ach so, das muss ich nehmen. Alles klar. Und wen wie sehe ich damit an? Ach, ihn. Und uns haben sie nicht eingeladen? Woher sollte Batman wissen, dass Gordon hier ist? Öffne das Tor! Sofort! Tür öffnen, Befehl vom Boss. Ich weiß nicht warum, aber das sind für mich immer nur so... Anscheinend nicht. Ja, das hat das Spiel einfach zu oft, dass du musst jetzt hier dein Gadget anwenden. Zieh durch. Und dann musst du es noch 50 Mal machen. Immer wieder die gleiche Scheiße. Scheiße, ich kann da nicht reinfahren. Ich wollte einfach reinfahren und wollte die einfach flach fahren alle. Achso, wir sind alle bewaffnet. Ja, dann macht das natürlich auch Sinn. Hey. Mal umnocken. Boom! 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 Das finde ich wiederum ganz witzig, die mit Gummi geschossen, um zu knocken. So. Jetzt würde ich ganz gerne wieder zurück. Kenne aber... Okay, L1 ist es. Gut, raus hier. Batman ist früher da als erwartet. Riegelt die Fahrstühle ab und findet ihn. Ah.
Alles klar, das Ding ist schon mal offen. Glaubst du immer noch, du seist der Retter Gothams? Bald wird die Welt sehen, was du wirklich bist. Okay, ist vollkommen logisch, was jetzt hier abgeht. Die Frage. Achso, ja. Wir wechseln erstmal aus Berlin. Mann, das ist ganz easy. Und dann schießen wir da hinten. Geht das überhaupt? Ne, wir gucken gar nicht in die Richtung, oder? Ich hätte jetzt gehofft, dass man eventuell. Ja, hat geklappt. So muss das sein. Tschu. Und dann ganz easy da rein sliden. Zack, und jetzt ist der Ventilator hoffentlich aus. Der Joker chillt hier oben mal wieder. Ah, okay, der Ventilator ist noch nicht aus. Falls es dich ich kann jetzt aber mit dem Batmobil. Hat den alten Jimbo bestimmt schon von seinem Leiden erlöst. Nicht, dass er noch etwas zu befürchten hätte, seit sein kleines Mädchen auf dem Treppenlift in den Himmel geschickt wurde. Lup, komm mal her hier. Also mit dem Batmobil war das, glaube ich, irgendwie so. Fuck! Fuck! Was zur Hölle war das denn, Alter? Also, man hat den. Man hat den Ansatz erkannt. Also, ich wollte mit dem Batmobil in die Richtung gucken, war schon mal richtig. Dann wollte ich mich da oben festmachen. Man hat es vielleicht ganz kurz gesehen. Man kann sich da mit seinem Ankerhaken festmachen und dann langsam runter abseilen, ne? Kannst du mal abseilen. Stattdessen hatte er noch so viel Schwung drauf, dass er sich komplett runtergeschmissen hat. Gut. Auf ein neues. Dieses Mal vielleicht mit nicht so viel Schwung. So, pass auf. Also. Ich gehe schon mal ein wenig weiter entgegen. Und jetzt. Ja. Hallöchen. Das ist es. Oh Gott, nein. Ja, da war der Arsch fast weg. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Warte mal. Okay, ich habe hier irgendwas nicht im Blick. Ich muss das zuerst ausmachen, denke ich mal. Ich habe jetzt aber gehofft. Ehrlich zu sein, muss ich da hoch? Irgendwie muss ich da hoch, glaube ich. Warte mal. Also der Ansatz ist schon mal richtig. Jetzt werde ich mich erstmal da oben irgendwie. Ich glaube, mich zu entsinnen, dass ich irgendwo weiter hoch. Oh. Ah. Ah, es leuchtet mir ein, was ich tun muss. Ey, hier kommt mir aber so ein bisschen auch zugute, dass ich das wirklich schon mal gezockt habe. Ey, wenn ich das jetzt zum ersten Mal wieder zocken würde, würde ich wieder stundenlang dran sitzen, einfach nur, weil ich keine Peilung hätte. Manche Ideen sind ja schon nett. Das muss man ja einfach sagen. Okay, hat irgendwie nicht so wirklich viel gebracht. Das muss man schon sagen. Aber das beste Batman-Spiel ist und bleibt ganz einfach Batman Arkham Asylum. So. Das ist so, auch wenn das Spiel hier schon wieder ein Ticken besser ist als Batman Arkham City. Für mich persönlich, also so, die Stadt funktioniert hier einfach besser. Aber trotzdem, man wird einfach zu doll zugeworfen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Open World. Du hast denn da auch einfach zu tun, dass du da irgendwie. Der Generator ist an die Hauptstromverbindung angeschlossen. Der einzige Weg, ihn auszuschalten, ist, ihn zu überladen. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Wäre ja auch einfach. Warte mal, muss ich das Ding denn jetzt hier kurz schließen, oder was? Oder ist das hier einfach bloß für das Fragezeichen? Wenn das bloß dieses Kack-Fragezeichen ist, ne?
Okay. Das ist ein Kack-Fragezeichen. Fuck you. Ich hatte gehofft, dass man denn vielleicht irgendwie noch irgendwas machen kann, aber... ich habe jetzt nicht so ganz gerallt. Was wollt er jetzt von mir? Ich habe jetzt auch nicht ganz zugehört, um ehrlich zu sein. Das war das Ding mit Überladen. Das habe ich nämlich vorhin schon gedacht, dass ich irgendwas überladen muss und... Was ich mich frage, wo verkriechen sich diese Superschurken, nachdem sie Prügel eingesteckt haben? Ich weiß es natürlich nicht, du hast mich ja nie besiegt. Meinst du, der Arkham Knight sitzt jetzt in irgendeiner schäbigen Spelunke und kippt sich massenhaft billigen Whisky hinter seine Maske? War es das eigentlich schon, oder... Okay, der erste ist aus. Das ist doch schon mal... Man merkt, es geht weiter. Man merkt, es geht langsam, aber sicher weiter. So. Das haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir den zweiten. Hört ihr was? Ja, hört es sich an wie... Was war denn das? Hau sie einfach alle weg. Boom. Zack. Einen nach dem anderen. Ausschalten. Oh Gott, nein. Ah. Kann man hier eigentlich von denen da reingeklatscht werden? Oder ist das... Eigentlich war das bei Batman ja immer so, dass die Wände automatisch auch eine unsichtbare Wand hatten. Wie man hier gesehen hat eben... gibt's die unsichtbare Wand immer noch. Gut, also... Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch, das ist unfassbar. Ich habe schon wieder keine Peilung, was ich machen muss. Irgendwas mit der Tür hier. Ich habe bloß keinen Plan, was. Ist ja nervig, ey. Oh Mann. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich habe hier so das Gefühl, als wenn ich hier an dieser Stelle schon mal gehangen habe. Ich habe absolut keinen Schimmer, was ich machen soll. Muss ich hier mit dem Dings durch? Mit dem Batarang oder sowas? Alter, das wäre so öde. Warte mal. Irgendwie kann ich da durch. Hä? Was war das denn für eine Aktion? Warte mal. Wie kriege ich den da am besten durchgeworfen? Ja, scheiße. Boah, kein Plan. Ich habe gerade überhaupt keinen Schimmer. Also man kriegt den da auf jeden Fall irgendwie durchgeworfen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man den am besten anschrägt. Ne, kein Schimmer. Also ich muss den hier irgendwie durchwerfen, schätze ich mal, und dann muss ich irgendwas machen. Das werde ich im nächsten Part dann hoffentlich schon erforscht haben. Ist natürlich... Warte mal, vielleicht kann ich auch hier irgendwas... Da oben. Da oben ist was. Boah, das ist hier alles gerade wieder so mega nervig. Das ist unfassbar. Warte mal, das machen wir jetzt kurz noch.
keinen Strom. Das bringt nichts. Bringt das jetzt was? Okay. Können wir noch was machen? Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest. Aha. Machen wir den Rest in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.